Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Und ja, erstmal zu meiner Person. Ich habe mir das so gedacht, dass ich euch erstmal ein bisschen von mir erzähle, wie ich überhaupt dazu komme, sowas zu organisieren und warum und so. Mein Name, für die, die mich nicht kennen, ist Martin Lorenz. Ich bin jetzt 25 Jahre alt und hier in Berlin geboren. Ich habe eine Ausbildung gemacht zum Bühnentänzer und hab dann beim Musical rumgetanzt in Hamburg 4 Jahre und ein halbes Jahr in Paris. Danach wusste ich schon, ich will nach Afrika gehen, ich will mal die Welt ein bisschen sehen, auch mal gucken. Mein Papa ist Afrikaner, aber ich kannte ihn nicht, wie es so ist, in Afrika zu leben. Geht das? Ist es zu heiß für mich? Und gesagt, getan, das habe ich auch gemacht und habe mich beim Deutschen Entwicklungsdienst beworben, um ein Freiwilligenjahr in Ostafrika zu machen. Da ich schon frankophon war, haben die mich dann nach Westafrika geschickt, nach Burkina Faso. Ich so, Burkina Faso, was ist das denn? Naja. Okay, ich also Burkina Faso kennengelernt. Und da bin ich in ein Projekt hineingekommen, das vom deutschen Botschafter in Burkina Faso eingeleitet. Ein Fußballprojekt zur Resozialisierung von sozial benachteiligten Jugendlichen. Ich hatte dann ein paar kleine Auseinandersetzungen oder Meinungsverschiedenheiten mit dem Botschafter, mit dem Deutschen. Ich meinte, dass einer, der homophobe und rassistische Meinungen vertritt, nicht unbedingt Botschafter der Bundesrepublik Deutschland sein sollte. Und das meinte er nicht. Und dann durfte ich einen anderen Projektplatz in Ghana antreten. Das war ziemlich emotionaler Input für mich. Und damit musste ich erstmal fertig werden. Irgendwann habe ich gemerkt, okay, das ist zu viel emotionaler Stress, das kann ich mir nicht mehr antun. Ich muss runterkommen, wieder meinen Aufenthalt genießen, mein Leben genießen. Und da habe ich mich auf die Natur konzentriert, bin ans Meer gegangen. Ich war dann in Ghana, in Cape Coast, da gab es viele Hügel, habe mich auf Hügel gesetzt und mir Sachen einfallen lassen, neue Songs und saß auch am Meer. Ich war dann also eher gechillt. Und konnte aber nicht aufhören zu fragen, wieso, wozu das ganze Drama? Ich bin dann also wieder nach Deutschland und habe mich trotzdem noch gefragt, wie kann man es besser machen als unser System? Habe mir erstmal das Geldsystem angeguckt und habe einige Sachen gefunden, die ich vorher nicht kannte, die mir nicht bewusst waren davor. Habe dann also nach Lösungsansätzen gesucht und auch viele gefunden, Regionalgeld, bedingungsloses Grundeinkommen und ich habe auch die Idee der ressourcenbasierten Ökonomie gefunden. Und die fand ich so ganzheitlich und sinnvoll, dass ich mir dachte, da mache ich einen Infotag zu auf Deutsch, damit es viele Leute sich angucken können. Ich habe meinen Infotag in 3 Teile aufgeteilt. Der erste Teil, da geht es um Geld, um Beschäftigung und um Energie. Im zweiten Teil werde ich dann die ressourcenbasierte Ökonomie vorstellen, eine Vision von der ressourcenbasierten Ökonomie malen. Wie könnte es sein, dieses Gesellschaftssystem? Darin geht es um Ressourcenmanagement, um Produktionsmethoden, um Verteilungsmethoden, um die Demokratie, den Lebensstil und die Werte. Dann geht es weiter mit Besitz und Eigentum, menschlichem Verhalten, Knappheit und der Umsetzung. Wie können wir von unserem jetzigen Gesellschaftssystem in ein neues wechseln? Und der dritte Teil ist eine Frage-Antwort- und Anregungssession. Jetzt geht's los. Okay, fangen wir an. Erster Teil: Geld, Beschäftigung und Energie. Ich habe mir die Slide-Präsentation vom Zeitgeist-Movement geholt. Das ist ein Movement, das hat sich herauskristallisiert, um eine ressourcenbasierte Ökonomie umzusetzen. Und die haben halt schon so eine Slide-Präsentation, die habe ich runtergenommen, habe mich ziemlich sicher rausgeschmissen und andere Sachen, die halt deutschlandspezifischer sind, reingelegt. Aber die großen Sachen, die halt so weltweit sagen kann, okay, das ist so weltweit, die habe ich halt drin gelassen. Zum Geldsystem. Wir haben in unserem Geldsystem einen zyklischen Konsum. Das heißt, wir haben einen Konsumenten, der dem Arbeitgeber Geld gibt, damit der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer einen Job geben kann, damit der Arbeitnehmer dem Konsumenten wiederum Produkte oder Dienstleistungen anbieten kann. Damit dieser zyklische Konsum, also damit überhaupt Geld funktioniert, müssen wir diesen Konsum haben, weil Geld nützt keinem, wenn es im Tresor liegt und nicht benutzt wird. Dafür ist ja Geld da. Die Grundidee von Geld ist ja, zu tauschen, damit einer die Ware des anderen haben kann.
fällt jetzt der Konsument zum Beispiel aus irgendeinem Grund raus und konsumiert nicht mehr, kann der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer kein Gehalt mehr zahlen. Das heißt, der Arbeitnehmer, da Arbeitnehmer und der Arbeitgeber ja auch Konsumenten sind, kann auch weniger oder nicht mehr konsumieren. Das heißt, das System kann dann nicht mehr funktionieren. Das gibt einen Anreiz, Verfall einzubauen in die Gegenstände, die wir kaufen. Ein geplanter Verfall. Da, wenn dein Auto nicht in den nächsten 10 Jahren auseinanderfällt, du nicht zur Reparatur gehen musst oder es warten lassen musst, dein Arbeitsplatz wegfällt, weil ein Techniker dann weniger bezahlt werden muss. Also haben wir Garantien, 3, 4 Jahre, und dann fällt es uns auch auf, ups, mein Produkt fällt an, nehme ich auseinander. Profitdrang. In unserem System muss unser Umsatz immer größer sein als unsere Ausgaben. Wir müssen investieren. Wir müssen in Essen investieren, in Kleidung investieren und natürlich auch in neue Produktionsmethoden, um auf dem Markt beständig sein zu können. Das heißt, je knapper eine Ressource ist, desto mehr Geld kann man mit dieser Ressource machen. Wenn es nur 15 Diamanten gibt pro Erde, dann sind diese 15 Diamanten sehr wertvoll, weil, wenn sie jemand haben möchte, man sehr viel Geld dafür verlangen kann, weil es eine knappe Ressource ist. Das gibt einen Anreiz, um Sachen künstlich zu verknappen. Denn je knapper eine Ressource ist, desto mehr Profit kannst du damit machen. Du brauchst Profit in unserem System, um dich über Wasser halten zu können, um mitwachsen zu können mit dem ständig wachsenden, mit der ständig wachsenden Geldmenge und mit den Ausgaben, die wieder reinkommen müssen. Das heißt, Gesundheit und Lebensqualität steht nicht mehr, kann nicht an erster Stelle stehen, weil wir Profit machen müssen. Und Profit macht sich am besten, wenn man etwas Knappes anbietet. Wenn es keine Knappheit gibt, kann man nur sehr schlecht oder überhaupt nicht Profit machen. Ja, also unsere Gesundheit und Lebensqualität kann in solch einem Profitsystem nicht an erster Stelle stehen, nicht dauerhaft. Geld in unserem System ist eine Verbindlichkeit, also eine Schuld. Jede Bank, also erstmal sind Banken die Institute, die Geld erschaffen können. Kein anderes Institut kann Geld erschaffen. Ich kann nicht sagen, oh, ich habe mal Lust auf 3000 Euro und die überweise ich mir auf mein Konto. Einfach so, dann komme ich ins Gefängnis. Wir müssen zu einer Bank gehen, um uns Geld zu holen. Das heißt, auch die Bank will das Geld zurückhaben. Es gibt keine Bank, oder hey, wenn ihr Banken kennt, die Geld nicht zurückhaben wollen, die sagen, ey, heute ist Montag, behalt mal deinen Kredit, dann würde ich gerne die Adresse haben. Ich könnte ein bisschen Geld jetzt gerade mal gebrauchen. Aber es gibt halt keine Bank, die sagt, behalt dein Geld. Die wollen ihr Geld zurückhaben. Das heißt, Geld ist eine Schuld. Geld muss immer zurückbezahlt werden. All unser Geld, was wir in den Taschen haben, muss theoretisch von irgendwem an irgendeine Bank zurückgezahlt werden. Es gibt kein Geld, das nicht zurückgezahlt werden kann. Das gab's, muss. Es gab es vielleicht mal vor 100, 200 Jahren. Aber dieses Geldsystem besteht schon so lange, dass, und die Zinsen, zu denen ich gleich komme, des Geldsystems schon das ganze Echtgeld, das es gab, aufgefressen haben bis jetzt. Wenn es das zum Beispiel noch vor 50 Jahren gab. Genau, dazu kommen die Zinsen. Die Zinsen, also die Geldmenge plus die Zinsen, hier der rote Kreis, wird immer mehr Geld sein als die Geldmenge. Die Geldmenge ist das Geld, was die Banken erschaffen. Sagen wir mal, das ist die globale Geldmenge, okay? Und die Banken erschaffen nur das Geld. Die Bank sagt nicht, Beispiel im Raum.